Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Heute spielen wir ein bisschen Mario Party, wie man schon unschwer erkennen kann. Geil. Erst automatisch würfeln lassen. Gleich mal eine 1. Ja, ich würde sagen, das ist der beste Start. Für alle, die nicht wissen, was Mario Party ist, es gibt halt so ja, kleine Minigames immer. Okay, sagt eigentlich schon der Name, dass sie klein sind, sonst wären es ja nicht keine Minigames. Darum geht es aber nicht. Auf jeden Fall gibt es halt Minigames und die drei ersten, die erhalten immer noch einen zweiten Würfel und man muss halt dann als erstes ins Ziel kommen immer. Also man würfelt dann halt und dann... Ja geil, wieso fliege ich jetzt nicht los? Ah, komm schon. Ja, irgendwann schaffe ich das dann auch mal, hoffentlich. Ja, da sind halt jetzt die ersten drei schon ins Ziel gekommen. Ja, was ich sagen wollte, das Problem ist bei Elytra, wenn man halt aufkommt, dann muss man quasi wieder neu mit der Leertaste doppelt antippen. Ja, wenn man das halt nicht macht, wenn man es verpasst. Ja, backgackt. Wenigstens habe ich jetzt einigermaßen gut gewürfelt, eine 4. Logischerweise gibt es 6 maximal. Oder halt man hat noch einen goldenen, silbernen oder bronzenen Würfel halt, wenn man entsprechend gut war. Das habe ich persönlich noch nicht so oft gespielt, weil es war irgendwie mal vor längerer Zeit war das mit dabei, dann wurde es rausgenommen und vor kurzem ist dann wieder dazugekommen. Also, deswegen bin ich da jetzt nicht so gut drin. War auch schön, wenn es nicht lädt. Also, liegt eventuell auch an meinem Rechner, aber nur eventuell. Irgendwie habe ich auch schon mitbekommen. Ach, jetzt hat es gesagt. Dass Pferderennen irgendwie so ein bisschen verbuggt ist. Also, dass es öfter mal vorkommt, dass es nicht, die Welten nicht geladen werden. Also, ich hoffe mal, dass ich überhaupt jetzt noch hier ordentlich auf der Strecke bin. Ja, genau, da schreibt schon jemand. Bug. Ja. Und dafür, dass sie. Ja, geil. Jetzt sieht man einfach nichts mehr. Vor allem das Unpraktische ist ja dann auch, dass nicht bei allen backt, sondern halt nur bei ein paar und ja, bei der anderen Hälfte oder halt keine Ahnung, wie viel, bei wie vielen es backt, die können dann halt normal weiterspielen. Dann, ja. So. Ah. Oh ne, oh Gott. Wie dumm war das denn eben gerade? Ich stand schon drauf. Oh nee. Klar, erstmal wieder runterlaufen. Ist immer sehr hilfreich. So, hoffen wir, dass wir was Gutes würfeln. Und... Geil! Eine 2! Also, da kommt man definitiv als erstes dann ins Ziel. Und was sind wir? 10.? 11.? Und? Bitte nicht als... 9.! Hey! Oh Gott! Man hätte auch einfach mal Glück haben können. Aber nee. Erst muss man scheiße spielen. Schön dumm. Und dann auch noch scheiße würfeln. Ja, da wurde ich einfach mal abgeschossen. So. Ja, da schießen wir uns gegenseitig an. Wie konnte ich den denn bitte schön verfehlen? Kann mir das mal bitte einer sagen? Der ist doch eigentlich direkt vor meinem Bogen rumgelaufen. Ja gut. Kann man jetzt... Ja, nimm halt den Bogen, Nika. So, komm, 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 komm. Stopp, 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 stopp.
Nein, ich führe keine Selbstgespräche. Eigentlich solltet ihr sterben, nicht ich. Ja, irgendwann kill ich dann auch noch jemanden. Hoffe ich. Genau, schön abgestoppt wahrscheinlich. Andernfalls kann ich mir nicht vorstellen, warum ich den mit einem Schlag erledigt habe. Aber der ist auch direkt auf mich zugegangen. Also meine Schuld war es ja jetzt nicht, dass der gestorben ist. Na, geht doch, ich habe vielleicht einen Todesschlag gemacht. Aber wenn er erstmal so halbtot bereits irgendwie in mich reinläuft, ist er auch selber schuld. Komm. Ja, geil. So. Und. Yay, eine 6. Endlich mal was ich, endlich mal habe ich was erreicht. Feld 17. Mal schauen, wer weit der erste ist. Feld 30? Ja, 31, genau. Oh Gott, jetzt kommen auch noch Survival Games. Nur mal kurze Vorwarnung. In PvP bin ich allgemein nicht gut. Also da braucht man sich bei mir keine Hoffnung eigentlich machen, dass da irgendwie mal was wird. Da habe ich, wenn schon, Glückstreffer. Ja, noch ein paar Kisten vielleicht, oder? Ja, da hätte ich mir vielleicht dann mal auch das Schwert auf die 2 packen sollen, dort wo ich es immer habe. Nee. Schön weit hinten, dass ich erst hinscrollen müsste. Ja, dann wird es natürlich nicht, wenn man nichts, wenn man einfach so angegriffen wird. Ja, geil. Jetzt wird hier auch einer noch Zweiter, der wahrscheinlich die ganze Zeit gekämpft hat. Also er hat einen Kill gemacht und dann ist er wahrscheinlich hoch aufs Dach. Ja, also da gibt's echt. Wird es echt ein besseres System noch geben. So. Jetzt bitte, bitte, bitte würfel was Gutes. Eine 2 ist nichts Gutes. Oh Gott. Ja. Was ich auch noch erzählen wollte, falls sich einige von euch schon gefragt haben, warum ich einen Zauberblitz heiße in Minecraft, das liegt daran, dass ich mich halt so genannt habe früher, eigentlich in allen Sachen auch so. Ja, das erste war, glaube ich, sogar tatsächlich Minecraft. Und das, in der Zeit war ich total im Harry Potter-Rausch. Da gab es auch den einen Besen, der hieß irgendwie Feuerblitz und dann halt noch Zaubern und so. Irgendwie bin ich auf Zauberblitz gekommen. Wahrscheinlich werde ich das irgendwann mal zu Nika dann ändern, damit es halt auch zu meinem Kanalnamen passt. Aber erstmal so von wegen Nostalgie-Erinnerung wollte ich es lassen. Oh, da war ich erst schön so weit vorne mit, da war ich eine ganze Zeit Zweiter und dann vergesse ich zu springen, beziehungsweise es nimmt es nicht an, was auch immer. Dann komme ich noch einmal in die Spinnweben rein, weil mein Computer sich einfach mal dazu entschließt, ordentlich zu laden. Schwupps, bin ich Achter. Und was habe ich gewürfelt? Eine 3? Ja. Auf jeden Fall nichts Geiles. Auch Ampelrennen hatte ich auch schon lange nicht mehr. Mal schauen, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Das ist auch so ein Minigame, was öfters rumbuggt. Gott, da kann ich nebenbei gar nicht reden, weil ich mich so konzentrieren muss. Aber wie es aussieht, haben sie anscheinend die Bugs irgendwie behoben. Also zumindest hat er derzeit bei mir überhaupt noch nicht gebuggt. Weil früher war es nämlich irgendwie immer so, wenn man bei Gelb noch läuft oder wenn man bei der zweiten Hälfte bei Gelb noch läuft, dann wird man auch schon zurückgesetzt. Aber anscheinend haben sie das behoben
Sehr schön auf jeden Fall. Wenigstens mal was ansatzweise Gutes jetzt gewürfelt, auch wenn ich totalen Mist hier zusammenspiele. Ich hoffe bloß, ich werde nicht Letzte, das wäre so. Hey, zwei sind noch hinter mir. Mit sogar ein paar Feldern Abstand. Ja, Minenfeld, da habe ich auch. Das habe ich noch nie geschafft, dass ich da bis hin rüberkomme. Also. Ja. Die lösen halt auch einfach so verdammt schnell aus. So, komm. Ich glaube, ich. Oh nee, komm schon. Ich war doch schon beim Wasser. Alles klar. Da steht zwar im Chat, dass ich explodiert bin und ich merke auch es auch, aber irgendwie werde ich nicht zurückgesetzt. Also eben gerade war das zwei, dreimal. Hätte ich vielleicht zu meinem Vorteil nutzen können? Ich weiß es nicht. Wäre vielleicht nützlich gewesen. Aber komm. Wirf mir halt einfach mal locker flockig eine 4. Und wir sind endlich mal wieder nicht alleine auf einem Feld. Aber dafür ist das Spiel zu Ende. Wir sind 10. Aber hey, nicht Letzter. Ich würde sagen, Ziel erreicht. Ja, dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Lasst gerne eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!